Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem kleinen, ganz kurzen Video. Heute aber mal wieder ein Giveaway. Ich würde sagen, wir hatten jetzt schon echt länger keins mehr und heute wird's mal wieder Zeit. Außerdem habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Also heute wirklich das ganz kleine Giveaway-Video. Ich werde euch gleich noch zeigen, was es dann zu gewinnen gibt. Es sind drei verschiedene Pakete, die ich vorbereitet habe, mit ein bisschen Goodies dazu. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool, bin super gespannt, was ihr sagt. Und dann, wie gesagt, eine Überraschung. Heute Abend gibt's ein Bonus-Video. Ihr habt das ja schon oft mitbekommen, dass ich sehr gerne auf Messen und Conventions Filme, mache ich ja jetzt immer wieder schon nahezu regelmäßig, und am Wochenende war die Comic-Con in Dortmund und das ist immer ein Event, Comic-Con, wo ich super, super gerne bin, und ich habe wieder ein kleines Cosplay-Video aufgenommen, das gibt es dann heute Abend für euch als kleines Bonus-Video, würde ich mich freuen, wenn ihr reinschaut, wenn ihr Bock habt, wäre auf jeden Fall eine coole Sache. So, jetzt geht's erstmal los und ich zeige euch noch, was es hier zu gewinnen gibt. So, ich wollte euch noch zeigen, was es zu gewinnen gibt. Ja, mir ist bei den Videos schon im Adventskalender aufgefallen, dass das Duel Deck Merfolk vs. Goblin sehr gut angekommen ist. Also mir persönlich hat das halt auch sehr gut gefallen, dieses Set. Und dann dachte ich, da sind doch noch welche von da. Und da würde ich gerne ein paar an euch als Community rausgeben. Also, Merfolk vs. Goblins. Ja, aber eins reicht natürlich nicht nur für eine Person. Wir sind ja mittlerweile auch schon sehr, sehr, sehr viele Zuschauer, was mich natürlich sehr freut. Und ja, ein bisschen für die Community muss ja auch immer sein. Habe ich mir gedacht, nehmen wir noch ein zweites. Ach Quatsch, Unsinn, ihr kennt mich doch. Wir nehmen drei. Wir nehmen drei. Ich habe drei Stück für euch. Super nice hier im Giveaway und auf unsere Patrons hier. Ist ja immer Verlass, da gibt es auch nochmal was. Der Steffen hat passend dann zu Duel Decks, gibt es hier, schaut mal, nice, gab es bei mir schon mal in einem Giveaway nämlich. Lebenspunkteblöcke, die beste Art, seine Lebenspunkte festzuhalten, wie ich finde, oder auch die seines Gegners direkt gleichzeitig. Wenn wir zum Beispiel filmen mittlerweile, haben wir uns auch angewöhnt, nur noch zu schreiben. Auf Turnieren schreibe ich halt eigentlich nur meine Lebenspunkte, also schon seit immer, ist halt die sicherste Methode, ganz klar zu empfehlen. Und ja, passend zu einem Duel Deck dachte ich dann hier vom Steffen nochmal, vielen Dank, zwei Blöcke für jeden, dann habt ihr direkt mal was, auch direkt im Magic-Style, finde ich super nice, sind echt cool geworden. Und weil ich die Unstable Tokens so nice fand, dachte ich mir so, als kleines Kanal-Gimmick habe ich die nochmal gesigned. Und dann gibt es quasi noch zwei. Oh, hier noch mit dem Squirrel. So, super nice. So, und Stormcrow und Gnome. Dachte ich, wären drei sehr schöne kleine Pakete auf jeden Fall. Wenn ihr Bock habt auf eins dieser drei Pakete, wisst ihr, unten der Link ist alles angepinnt und in der Videobeschreibung. Ich dachte, das wäre so mitten im Adventskalender eine ganz nette Sache. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Tage kein Giveaway mehr. Ja, das war es auch schon für dieses Video. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao!